Hallo Leute, hier ist Dan28 mit Dan28Tube und einem neuen Video. Ich habe mal wieder einen neuen Roblox-Server. Ja, schon wieder. Dieses Mal am Frankfurter Flughafen. Allerdings im Bau. Also, ich habe erst vor ein paar Tagen angefangen, bin auf jeden Fall schon recht weit. Okay. Also ich habe halt hier die Eingangshalle, durch die ich jetzt reingehe. Warum liegt das auf dem Boden? Das gehört eigentlich nicht auf dem Boden, sondern eigentlich da oben hin. Okay. Zurzeit am Eingang sind dort zwei Polizisten mit Schutzmaske. Ich gehe jetzt durch die Tür. Okay. Ich frage mich eigentlich, warum bin ich eigentlich da drüben gespawnt? Ich spawne eigentlich da oben in dem Bürogebäude. Okay, da ist ein anderer Spieler drauf. Und was ist? Man hat dort einen Flughafen. Dort oben ist sogar mit einem Skytrain. Zwei Flugzeuge. Eines von einer fiktiven Airline. Das komisch aussieht. Und zwei andere von der Lufthansa. Was ist? Er fährt den Flixbus. Ja. Okay, ich befinde mich im Team Fraport AG, das heißt, also das ist die Leitung vom Flughafen, wollte ich nur sagen, das heißt auch, mit diesem Team komme ich überall so einfach durch. Man kann allerdings hier zum Lufthansa-Team wechseln, zurzeit gibt es nur, nur vier Teams, Touristen, Flexbus, Lufthansa, Fraport AG. Letzteres allerdings ist, kann man nicht erreichen, das kann nur ich benutzen. So, jedenfalls jetzt gehe ich hier hoch. Ein Vorteil, wenn man in diesem Team übrigens ist, ist da vorne. Ich komme hier nicht raus. Ja toll, was mache ich jetzt? Ich gehe einfach hier durch. Leute, der fliegt mit dem Flugzeug. Also so einen unrealistischen Start habe ich noch nie gesehen. Der hat sogar noch die Treppen draußen. Okay. Es geht hier nicht darum, den einen zuzugucken, wie er fliegt, sondern ich möchte selbst das zeigen. Zurzeit gibt es an meinem Flughafen nur eine einzige Verbindung. Und das ist der gelbe Punkt da hinten. Ich habe Waypoints gesetzt, damit man so die ganzen Dinge findet. Der Flughafen zum Beispiel ist blau. Ja, toll. So, jedenfalls, das da drüben ist der Flug nach New York, den ich gerade übrigens nehme.
Ach komm, ich stelle es noch kurz ein. Ich weiß nicht, was ich gerade eingegeben habe. Arriving. Ich kenne dieses Wort nicht. Also nicht die Übersetzung. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin wieder runtergefallen. Fein. Ich nehme jetzt das Gangway und schließe es drüben an. Jetzt hat es geklappt. Ich komme aber immer noch nicht klar mit dem seinen unrealistischen Start. Was macht der? Wir befinden uns hier gerade übrigens im Flug nach New York. Nein! Jetzt. War auch nicht gerade wirklich der beste Start, ich weiß. Es ist halt zur Zeit so, dass die Landebahn ist noch gar nicht eigentlich vorhanden. Und ja. Also es ist noch nicht perfekt. Wir fliegen jetzt hier auf den gelben Punkt zu. Wenn ich da übrigens durch bin, also man muss wissen, dann werde ich zu einem anderen Server teleportiert, aber ich bin zurzeit erstmal fertig mit der Führung um den Flughafen. Deshalb fliege ich jetzt durch den Teleporter hier, um zu zeigen eben, was dann passiert. Wenn dieses Video übrigens gut ankommt, dann wird es so sein, dass ich mehrere Videos davon mache. Und ja, wir befinden uns zurzeit nur im Flug. Die Teleporter werden alle weit genug sein, damit man einen schönen Flug hat. Er wird auch angepasst. Es wird zum Beispiel dann echte Wolken auf dem Server geben. Also nicht die, die man hier gerade so dort hat. Oh. So, bin fast da. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, also auf jeden Fall kommt es immer näher. Logisch. Ja, da ist es. Oder? Nee. Immer noch nur der Kreis. Okay. Ah, jetzt sieht man es langsam. Jetzt sieht man es langsam. Wir fliegen jetzt gleich durch den Teleporter nach New York. Jetzt werden wir gleich teleportiert auf einen anderen Server. So. Und zack. Wie gesagt, New York. Ja. Und zack, bin ich auf dem New York Server. Also das ist jedenfalls meine kleine Tour gewesen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.
Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.